Guten Tag und herzlich willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Christine Schumann und ich möchte Ihnen in dieser ersten Folge unserer neuen Reihe zu Deutsch als Zweitsprache einen Einblick in das Thema geben. Dazu spreche ich mit Professor Hans-Joachim Roth, dem stellvertretenden Direktor des Mercator-Instituts für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache. Guten Tag, Herr Roth. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, in unserer neuen Podcast-Reihe Deutsch als Zweitsprache einen Überblick oder besser gesagt einen Einblick in das Thema zu geben. Wenn es um das Thema Deutschlernen ging, war lange Zeit der Begriff Deutsch als Fremdsprache geläufig. Und wann hat sich das denn geändert und warum? Ja, das hängt damit zusammen, dass durch die sehr stark sichtbaren Einwanderungsprozesse, speziell im Bereich der Arbeitsmigration im letzten Jahrhundert, also das ging ja in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts sehr stark los, dass man gezielt angeworben hat. Und da war es dann eben so, dass dann plötzlich auffiel, wir haben ja eine Situation, dass eben sehr viele Kinder und Jugendliche zu uns kommen, die erstmal die Sprachkompetenzen im Deutschen gar nicht aufweisen, auch die eingewanderten Menschen, die zu Arbeitszwecken kamen, nicht. Und dann stellte man fest, die Situation ist ja anders. Wenn man also den Begriff Deutsch als Fremdsprache, den gibt es ja schon einige Zeit und da geht man immer davon aus, man soll in einem anderen Land diese Sprache lernt. Und die Umgebungssprache ist eine andere. Das heißt, ich habe sozusagen so wie einen Sprachkurs diese Situation. Und in dieser damaligen Zeit hat man festgestellt, das ist eine ganz andere Situation, wenn ich sozusagen auch in der Umgebungssprache diese Sprache lerne. Und deswegen ist es wichtig, das Konzept auch nochmal deutlich zu machen, dass Deutsch als Zweitsprache heißt, ich erwerbe dann eine gegebenenfalls für mich erstmal fremde Sprache, aber bereits in einer Situation, in der diese Sprache alltäglich gesprochen wird. Es gibt größere wissenschaftliche Diskussionen, aber das ist ein entscheidender Aspekt für die Frage, was ist eigentlich Deutsch als Zweitsprache? Ne? Dass wir also in Deutschland diese Sprache lernen und man kommt hier hin und erwirbt sie in ganz unterschiedlicher Weise. Das Entscheidende dabei ist nämlich, das ist dann auch für Unterrichtsprozesse unglaublich wichtig, weil ja ein ungesteuerter Spracherwerb stattfindet. Neben dieser institutionellen Steuerung, dass man also Kurse einrichtet, Klassen einrichtet, ich weiß nicht, was es da alles gibt, auch in den Kitas gibt es ja dann solche Elemente, das ist dann gesteuert. Man hat Planung, da gibt es speziell ausgebildete Lehrkräfte, die das machen, aber trotzdem findet ja der ungesteuerte Spracherwerb im Alltag statt, wenn man mit der Bahn fährt oder ich weiß nicht, was mit den auf den Ämtern, was bespricht, wenn man Leute auf der Straße trifft, wenn man mit den Nachbarn zu tun hat und so weiter. Das findet hier auch statt. Und das ist so ein Punkt, der halt dann für unser Thema auch wichtig ist, dass man eben diese ungesteuerten Spracherwerb immer wieder als einen sehr maßgeblichen Einflussfaktor betrachtet im Zweitspracherwerb. Denn in der Regel passiert da zeitlich auch viel mehr als das, was vielleicht in der Schule passiert. Was sind denn aus wissenschaftlicher Sicht wesentliche Elemente und Rahmenbedingungen für den erfolgreichen Zweitsprachenerwerb? Also man kann mal sagen, das gilt ja für viele andere Dinge. Auch die Qualität des Inputs ist eine ganz wesentliche Bedingung. Das müssen wir ganz klar sagen. Also wie gut ist das, was angeboten wird? Jetzt wissen wir, dass wir den ungesteuerten Anteil ja nicht groß beeinflussen. Es gibt zwar auch Elternbildungsprogramme, auch durchaus erfolgreiche Elternbildungsprogramme, sowas wie Rucksack zum Beispiel. Und es gibt aber, kann man sagen, also wo man Einfluss drauf hat, ist der institutionelle Anteil. Da können wir natürlich über die Ausbildung von Lehrkräften, von pädagogischen Fachkräften noch einwirken. Und da kann die Qualität des Inputs dann über die entsprechende Ausbildung und Fortbildung abgesichert werden. Das ist erstmal ein ganz wesentlicher Aspekt. Mit dem Elternhaus ist es eben etwas anders, aber wie gesagt, es gibt auch dort Programme, die, glaube ich, ganz gut funktionieren, dass man an dieser Stelle also einwirken kann. Es gibt eine Reihe von individuellen Faktoren, wie das gilt auch für alle anderen Bereiche, wo es ums Lernen geht. Hier für unseren Fall ist dann neben der Frage, wie ist sozusagen sind die kognitiven Voraussetzungen, was sind die motivationalen Voraussetzungen, das gilt ja immer für Lernprozesse. Speziell die Frage, wie ist denn die Sprachbiografie bisher verlaufen? Welche Sprachlernerfahrungen oder andere Spracherfahrungen haben eigentlich die Menschen, die in die Situation kommen, dass sie dann, sei es im Bereich der Erwachsenenbildung Kurse besuchen, sei es eben Kinder und Jugendliche im Bildungssystem, die also Zweitsprache erwerben. Das ist ganz wesentlich. Was sind die biografischen Voraussetzungen? Nicht nur im Hinblick auf das, was können Sie und was können Sie nicht, sondern was haben Sie für Erfahrungen damit eigentlich auch gemacht? Also welche Erfahrungen haben Sie in diesem Prozess des Sprachenlernens? War das
etwas, was Ihnen Spaß gemacht hat? Sind Sie da offensiv rangegangen oder war das eher eine schwierige Erfahrung? Das kennen wir ja selber auch aus der Schule, wenn wir zurückdenken. Wie haben wir denn eigentlich unsere Fremdsprachen gelernt? Da gibt es sehr unterschiedliche Erfahrungen. Und das ist auch wichtig. Also das gehört mit zur Sprachbiografie dazu, dass man das berücksichtigt und weiß, aha, wie ist denn da die Situation eines Kindes, eines Jugendlichen, der dann entsprechend kommen. Ja, und dann gibt es natürlich eine Reihe von institutionellen Faktoren. Eines der zentralen Themen ist sicherlich, wie wird überhaupt diese Mehrsprachigkeit, mit der diese Kinder und Jugendlichen kommen, dann eigentlich berücksichtigt? Und ich glaube, wir sind schon aus der Zeit raus, wo man sagte, nur Deutsch, uns alles andere interessiert nicht. Da hat sich doch eine ganze Menge inzwischen geändert. Aber in der Praxis ist es dann doch immer wieder eine Herausforderung, diese Mehrsprachigkeit eben nicht nur als eine Kontextvariable zu betrachten, sondern eben als etwas, was das Leben dieser Kinder und Jugendlichen ausmacht. Darin leben die. Und dann muss ein Bildungssystem, was erfolgreich ist, dieses natürlich auch viel stärker berücksichtigen und einbeziehen. Also das wäre jetzt so ein Aspekt. Und das kann man eben auch an mehrsprachigen Systemen sehen. Also auch an, diese bilingualen Modelle sind ja inzwischen recht gut erforscht, auch in Deutschland, nicht nur in den USA und anderen Ländern. Und die Erfolge liegen ja deutlich vor. Ne? Dass also hier an diesen Stellen doch der Zweitspracherwerb sehr gut verläuft. Und das ist immer die Frage. Ich habe ja selber in Hamburg das man untersucht, aber es gibt ja auch die große Untersuchung zu den bilingualen Schulen in Berlin, den Europaschulen, die gemacht worden ist, in einem größeren Team. Und die Eltern denken dann anfangs immer, oh, jetzt kommen mal die Kinder in die Schule und dann lernen, haben sie zwei Sprachen, dann ist ja weniger Zeit fürs Deutsche. Ist das nicht ein Problem? Das sind berechtigte Fragen, die auf Elternabenden immer wieder gestellt werden, mit denen man dann umgehen muss. Was wir aber wissen ist, dass tatsächlich diese aufgewendete Zeit nicht das Entscheidende ist, sondern dass in diesen Modellen die Kinder sehr gut auch die Zweitsprache Deutsch erwerben und erlernen. Und das hängt eben mit der Verknüpfung der jeweiligen Mehrsprachigkeit, in der sie dann reinkommen, zusammen. Das gilt übrigens auch, es gab dann immer kleine Gruppen von Kindern, die zu Hause eine andere Sprache sprechen als die beiden Sprachen in der Schule, zum Beispiel Modell Spanisch-Deutsch. Und auch für diese gilt dann durchaus, dass die da eine gute Entwicklung annehmen können. Das wäre also ein wesentlicher Aspekt, also Einbeziehung der Mehrsprachigkeit. Und das andere ist so, wie wird überhaupt das Thema Sprache lernen? Also jetzt auch auf Kurse zum Beispiel denken, wie also speziell jetzt das Deutsche als Zweitsprache unterrichtet wird. Wie wird das eigentlich eingebunden in das jeweilige Bildungssystem? Also in die Schule als System oder auch in eine Kita? Ist das da etwas, was am Rand steht? Oder ist das dort etwas, was tatsächlich von allen mitgetragen wird? Das ist mehr so ein systemischer Faktor. Der spielt auch eine durchaus große Rolle, den man berücksichtigen muss. Also nicht nur die Integration der Schülerinnen und Schüler in der jeweiligen Schule oder in der jeweiligen Bildungseinrichtung ist wichtig, sondern auch die Integration des Themas in den Gesamtablauf. Er hat das Schulcurriculum, da durchaus macht das Aussagen dazu, wie wird das eigentlich eingebunden und wie verhindern wir das, also Schülerinnen und Schüler, die meinetwegen in Vorbereitungsklassen sind. Ne? Das ist ja so für Ankommende in Deutschland häufig ein Modell, was in einer Reihe von Bundesländern gefahren wird, dass man dann in diesen Vorbereitungsklassen nicht nur alleine sozusagen längere Zeit drin ist, sondern dass die bereits so organisiert sind, dass man also mal den fachlichen Anteil auch zum Beispiel im Regelunterricht sehr früh bereits vorsieht, wenn die Voraussetzungen da sind. Und das funktioniert nur, wenn die Einrichtung das als Gesamtaufgabe betrifft, und sagen, wie bauen wir das in unser Gesamtsystem ein? Das wäre so ein nochmal so ein institutioneller Aspekt. Also es sollte keine Separation stattfinden, auch wenn mal gegebenenfalls einzelne Anteile sozusagen in additiven Gruppen dann stattfinden. Gibt es denn bestimmte Namen oder Elemente, die man stärker in den Blick nehmen müsste im Unterricht, in der Kita oder am Arbeitsplatz? Also ich würde jetzt ungern irgendeine einzelne Methode oder sowas rausgreifen, weil das würde ein Problem reproduzieren, was wir haben. Es gibt teilweise diesen Unterricht ohne irgendeine curriculare Absicherung. Und ich halte sehr viel davon, dass man sich, wie gesagt, eine curriculare Absicherung dafür macht, man sozusagen nach einem bestimmten System auch unterrichtet. Wir nehmen das Beispiel Schule, wo es also darum geht, Unterricht zu machen für Kinder, die neu zugewandert sind und die also Deutsch als Zweitsprache erwerben, dass man also ein Curriculum tatsächlich auch hat, was dann
jeweiligen Schulebene nochmal sozusagen auf seine Passungsfähigkeit natürlich überprüft werden kann, aber dass man sich an einem Curriculum orientiert. Das ist nicht in allen Bundesländern. Es gibt zwar momentan eine Tendenz, diese Curricula wieder zu stärken und sich landesweit zum Beispiel zu überlegen, wie machen wir das eigentlich? Was sind die besonderen Aspekte, die wir uns da anschauen? Also wie geht man mit dem Verhältnis von Wortschatz und Grammatik zum Beispiel um? Wie stark ist der Sprachhandlungsanteil? Wie geht man mit dem Verhältnis von Hörverständnis und Leseverständnis, Schreibkompetenz und das muss alles sozusagen grundsätzlich systematisch mal entwickelt werden. Und dann ist es auf dieser Basis ist eben dann auch möglich, einen vernünftigen Unterricht zu machen. Aber so dieses jetzt einfach mal was rauspicken, sagen, das ist doch toll. Ja, natürlich kann man das so machen. Das kann auch vielleicht situativ super sein. Aber wenn das nicht systematisch eingebaut ist und sozusagen nach einer bestimmten Idee aufgebaut ist, sodass also auch für Schülerinnen und Schüler klar wird, wie baut das eigentlich auf? Also wie komme ich an diese Sprache ran in dem Prozess, in dem ich gerade in meinem Lernen bin? Das ist etwas ganz Wichtiges und das ist auch nochmal ein Unterschied von, das hatten Sie am Anfang gefragt, Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache, dass wir in der Deutsch als Fremdsprache Didaktik ja es gewohnt sind, bestimmte grammatische Progressionen zu haben, wo also auch, das kann man in Lehrbüchern immer ablesen, wie ist das aufgebaut, wann kommt welches Thema? Und im Bereich Deutsch als Zweitsprache muss man viel stärker auch nochmal die individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler sind, die eben aufgrund dieser ungesteuerten Spracherwerbssituation deutlich heterogener sind. Und dazu muss man dann sozusagen auch nochmal stärker so ein bisschen in das, was man dann Diagnostik nennt, reinkommen, um zu sehen, was bringen die eigentlich mit und wie kann ich sozusagen das, was da vorhanden ist, dann eben stärker ankoppeln. Und die eine Progression würde sich viel stärker an so einer Spracherwerbsabfolge ausrichten. Also welche Stufen erreicht man eigentlich nach welchem? Also ich würde nicht anfangen, sozusagen, bevor nicht grundlegend mal die bestimmte Stellungsregeln im Deutschen, also im normalen Hauptsatz sauber, gut verfügbar sind für die Kinder, die dann in so einer Klasse sind, da kann man dann nicht mit so komplexen Phänomenen anfangen. Dass man also dann versucht, den Unterschied zwischen Präterite und Perfekt klar zu machen. Also jetzt mal auf so einer ganz einfachen Ebene der Tempora. Das heißt, wir müssen da mal gucken, wie läuft der Spracherwerb ab? Was wissen wir darüber eigentlich? In welcher Reihenfolge laufen bestimmte Dinge ab? Und das muss also in den entsprechenden Aufbau des Unterrichts einbezogen werden. Ja, da kann man zum Beispiel auf die Lehrpläne gucken. Ne? Der sächsische Lehrplan, der hat also genau diesen Aufbau auf dem Spracherwerb. Bei den Maßnahmen, die man vielleicht konkret auch umsetzen könnte oder bei diesen Empfehlungen, habe ich natürlich ein bisschen an BIS gedacht, Bildung durch Sprache und Schrift, weil da gibt es ja durchaus geprüfte Tools oder sagen wir Instrumente oder Maßnahmen, die man vielleicht den Praktikern oder den Lehrkräften oder Erzieherinnen auch an die Hand geben könnte. Bei BIS gibt es natürlich auch, weil Sie das eben schon erwähnt hatten, diese sprachdiagnostischen Tools. Können Sie vielleicht dazu noch den einen oder anderen Hinweis geben oder das einordnen? Also bei der Sprachdiagnostik, da muss man als erstes sagen, wir sollten aber auf den anderen Punkt gleich nochmal zurückkommen, das wäre mir ganz wichtig. Bei der Sprachdiagnostik muss man eben sagen, was ist sozusagen das, was in die Kompetenz der pädagogischen Fachkräfte in den Kitas oder auch der Lehrkräfte in den Schulen gehört und wo braucht man Spezialisten? Das ist auch in anderen Feldern so. Das muss man klar unterscheiden. Aber es gilt schon darum, dass man so eine Grundkompetenz hat, so einen diagnostischen Blick im Alltag zu entwickeln. Dazu gehört es eben auch, mit bestimmten Instrumenten umgehen zu können, mit denen man sich dann einen entsprechenden Überblick verschafft. Das kann nie umfassend sein, das ist klar. Und dann wird man dann also dann eben auch sehen, was ist dann tatsächlich möglich, was ist in der Ausbildung also eine Rolle gespielt. Da würde ich jetzt an der Stelle darauf hinweisen, da kann man ja die Tool-Datenbank von BIS, Sie sprachen das ja auch gerade an, eigentlich einsehen, die ist ja bei Ihnen am DIPF angesiedelt, da muss man sich dann nur einloggen, das ist ja öffentlich zugänglich und da gibt es, glaube ich, für alle maßgeblichen Instrumente, die wir in diesem Bereich haben, momentan eine sehr gute Übersicht mit Informationen, wie setzt man das ein und was braucht man für Materialien, also das ist da sehr gut aufbereitet und im Internet für alle zugänglich. Aber wie gesagt, es ist wichtig zu sagen, wir brauchen so eine Grundkompetenz und diagnostischen Blick von allen, die einfach im Gespräch mit Kindern und Jugendlichen merken, das funktioniert super, na, das können die schon gut. Und an bestimmten Stellen, da kämpfen die halt. Wie sieht es denn aber konkret aus, wenn man den Lebensverlauf in den Blick nimmt? Kann man zentrale Elemente oder Rahmenbedingungen definieren oder diagnostizieren, also im Bereich der frühen Bildung in der Schule, im Beruf und in der Erwachsenenbildung?
Gibt es da jeweils unterschiedliche Dinge, die man in den Blick nehmen sollte? Also ich denke wieder an die möglichen Praktiker, die unseren Podcast hören. Also grundsätzlich für alle Bereiche gilt natürlich das, was wir mit Lebensweltorientierung meinen. Das heißt, man muss inhaltlich eben an dem ansetzen, was die Beteiligten umgibt in ihrem Alltag, aber auch interessiert. Ja, wo sie sagen, oh, das interessiert mich. Und deswegen ist es ja so, dass zum Beispiel gerade dieses gemeinsame Lesen oder Vorlesen, das ist ja auch sehr gut empirisch erforscht, sowohl in Kita-Bereichen, aber auch in der Grundschule sehr erfolgreich ist und auch bei den Kindern eigentlich immer sehr beliebt. Und da hat man sogar alle Möglichkeiten, das kann man im Deutschen machen, das ist ja sehr verbreitet, so reziprokes Lesen, wo auch zwischendurch dann einfach mit den Kindern gesprochen wird. Kann man auch mehrsprachig machen, da gibt es auch so entsprechende Modelle, da gibt es sogar Modelle, die dann Eltern einbeziehen an dieser Stelle, zum Beispiel im Nachmittagsbereich, im Ganztagsbereich, in der Schule, aber auch in den Kitas. Also da gibt es gute Erfahrungen und ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr gut funktioniert und kann in vielen Einrichtungen eingepasst werden. Wichtig ist hier bei diesem Programm, dass man sagt, das machen wir nicht einmal im Monat. Sondern da ist die Kontinuität spielt eine große Rolle, zu sagen, wenn wir das anpacken, dann bieten wir das so ein paar Mal in der Woche an. Das muss ja nicht immer ewig lange sein, aber das ist ganz wichtig, diese Kontinuität und eine Regelmäßigkeit und das entsprechend einzubauen. Das würde übrigens auch natürlich bei Jugendlichen oder Erwachsenen, kann man sich so etwas vorstellen, da muss man natürlich dann andere Materialien, andere Texte nehmen. Und da muss man eben den Unterschied sehen, dass bei Erwachsenenlernern, also die jetzt wirklich Deutsch als zweite Sprache erwerben, in einem fortgeschrittenen Alter, die Sprachlernvoraussetzungen ganz anders sind. Das ist ganz andere, aber schon ziemlich anders sind als bei Kindern, die ja sowieso auch in einer Altersphase in der Kita sind, wo auch die einsprachig deutschen Kinder ja noch im Spracherwerb sind. Also das sind einfach andere Lernsituationen, die muss man berücksichtigen, aber von den Maßnahmen her kann man sagen, kann man das ganz gut machen. Was gerade im Erwachsenenbereich gut ist, also wenn man anknüpfen will an dem, was passiert da eigentlich, dass man sich zum Beispiel im Ausbildungsbereich, also man in so einem Kontext arbeitet, dass man sich zum Beispiel Jugendlichen erklären lässt, was machen sie denn da gerade? Also man geht also mit in diese Ausbildungsbetriebe rein, dann lässt sich mal erklären, was machen sie eigentlich gerade? Weil dann sind sie ja gezwungen, ihre eigene Tätigkeit darzustellen. Sie müssen dann bestimmtes Fachvokabular verwenden. Ne? Ich habe das mal bei Ford beobachtet, wo es um Zerspaner ging. Ja, also die meisten wissen gar nicht, was das ist. Und dann haben die dann erklärt, wie ist das? Und man kann auf diese Art und Weise wissen, aha, die können schon was, das zeigen sie ja in dem Moment, wo sie das machen. Und dann kann man gleichzeitig sehen, so, wie reden sie darüber? Und was ist sozusagen an dieser Stelle erworben? Dann sind wir schon in so einem Bereich, nicht nur sozusagen Zweitspracherwerb im Sinne von Alltagskompetenz, sondern dann auch schon so eine gewisse fachliche Kompetenz. Und das ist ja für Bildungszwecke ganz wesentlich. Gibt es denn, ich sag mal, Kooperationen oder Beratungsprozesse, die da hilfreich wären für Institutionen, also für die Kita oder für die Schule oder für die Weiterbildung? Also das ist ein Punkt, der ganz wesentlich ist. Und das haben wir ja auch in einem Schuleprogramm, das war in Förmich schon so, Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Aber jetzt in BIS kann man das auch ganz gut beobachten. Es gibt auch eine Reihe von anderen Programmen, in denen man das sieht, dass wir diese Unterstützung ist falsch. Also es geht nicht darum, dass Wissenschaftlerinnen und sowas in die Institution gehen, denen sagen, wie sie es machen. Das wissen die oft besser. Aber es geht darum, gemeinsam zu überlegen, wie kann man bestimmte Dinge systematischer aufbauen? Wie kann man gemeinsam sozusagen tatsächlich diese Implementation von dem, was wir jetzt gerade als Beispiele hatten, dann im Alltag organisieren? Das ist etwas, wo es so Begleitprozesse sehr hilfreich sind und die brauchen eigene Zeit und eigenen Raum. Das ist vollkommen klar, wenn das dann immer so wie es so schön heißt, oben drauf kommt, dann wird das eben schwierig auch für die Einrichtung. Allerdings muss man eben natürlich immer sagen, sprachliche Bildung ist nie ein obendrauf. Also ich könnte mir keine Bildungseinrichtung vorstellen, in der sprachliche Bildung nicht ein konstitutives Moment ist, weil wenn wir nicht miteinander sprechen oder können, dann ist das eben ausgesprochen schwierig. So, das heißt aber, man muss dann gucken, wie man bestimmte Dinge einbaut, mit dem Ziel, ja dann auch Dinge einfacher zu machen. Wenn man zum Beispiel in einer Schule oder einer Kita
so ein Kooperationssystem hat, dass man sich austauscht. Nehmen wir jetzt eine Schule, dass also die Einbeziehung der Fachlehrkräfte eine Selbstverständlichkeit ist, dass sie ihren Unterricht auch als sprachbildend begreifen und dann eben an bestimmten Stellen, wenn sie sagen, ich weiß nicht, was mit dem Kind los ist, auf eine Fachkraft, die sich mit Spracherwerb beschäftigt, zurückgreifen können, sagen, hier können wir das mal klären, also ich komme da jetzt gerade nicht weiter, und dass man auf diese Art und Weise die Dinge vernetzt, dass also der Sprachunterricht und der Fachunterricht vernetzt ist und dass eben vollkommen klar ist, wir haben Kolleginnen und Kollegen mit verschiedenen Kompetenzen und wir können uns austauschen. Wenn das eine Selbstverständlichkeit einmal erlangt hat, dann geht ja vieles viel schneller und man hat diesen Zeitgewinn, den man vorne für die Planung reinsteckt, hinten ja wieder rausgehoben. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man eben die Dinge, die also im Bildungssystem auf einen zukommen, und mir ist vollkommen klar, die Zeiten werden immer schneller, das Tempo hat sehr angezogen in den letzten Jahren, das ist klar, aber man muss sie immer vom Effekt, vom Ende her betrachten. Und dann ist es eben wichtig, dass solche Prozesse, glaube ich, also Kooperationsprozesse sehr früh anfangen müssen. Also dass man also sehr früh da in die Gespräche geht und auch in den Austausch geht, und dafür müssen entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden. Also dieses Thema wissenschaftliche Begleitung, was ja ein sehr breites ist, und Beratung, das müsste man sicherlich ein bisschen breiter denken und gucken, wie können Schulen, die sowas wollen, denn eigentlich aufnehmen. Und ich kann Ihnen nur sagen, wir kriegen also jetzt im Mercator-Institut wöchentlich Anfragen einzelner Schulen, die sagen, hier, wir möchten uns hier auf den Weg machen. Wie können wir das tun? Es ist ja gar nicht so, dass die Schulen das gar nicht wollen. Die sehen ja ihre Praxis, die sehen das, was sie gerne machen wollen. Also ich kann nur sagen, das ist so, dass es da relativ große Bereitschaften gibt, und diese Art von frühzeitiger Kooperation ist wichtig. Also nicht, dass man erstmal so ein Projekt komplett entwickelt und dann weiß man genau, wie das ablaufen muss, sondern dass man bereits in diesen frühen Phasen der gemeinsamen Entwicklung damit einsteigt. Das ist ja etwas, was sich auch gerade in der Wissenschaftslandschaft schon ziemlich stark bewegt. Und das ist auch Begleitung durch Wissenschaftler, die in dem Feld forschen, ist auf jeden Fall sinnvoll und hilfreich. Und dann könnten sich die Lehrkräfte oder Erzieherinnen auch einfach an die Unis, an ihre örtlichen Unis wenden, sofern sie denn dort Deutsch als Zweitsprache Spezialisten haben, oder? Ja, das passiert ja auch schon ganz viel. Also es gibt eine Reihe von Hochschulen, die also in diesem Bereich aktiv sind, sichtbar sind und wo genau sowas auch dann läuft. Und wir hatten ja in der ersten Laufzeit von BIS tatsächlich, da gab es ja eigene Evaluationsprojekte und Entwicklungsprojekte, aber es gab eben in vielen Verbünden genau diese eigene Aktivität, mit den regionalen Hochschulen Kontakt aufzunehmen und das in die Arbeit mit einzubeziehen. Und das war super erfolgreich. Da gibt es auch entsprechende Veröffentlichungen zu, das kann man auch nochmal nachlesen, wenn man möchte. Also genau diese Begleitprozesse waren sehr erfolgreich. Es ist eben nur wichtig, dass in solchen Programmen das von vornherein mitgedacht wird und seinen Raum bekommt. Und dass man auch dann die Leute wieder auf einer Ebene vernetzt, dass sie sich austauschen können. Das spielt eine ganz zentrale Rolle, damit dieses Wissen, was sozusagen teilweise vor Ort dann in diesen Teams von Praktikerinnen und WissenschaftlerInnen dann auch nochmal weitergetragen wird. Klar, man kann das alles in Fachzeitschriften unterbringen, aber das ist eben auch nicht die Lektüre, die alle so täglich gerne vollziehen wollen in den Einrichtungen, die brauchen dann eine andere Aufbereitung dieser Ergebnisse. Vernetzung und Austausch ist ein gutes Stichwort. Führt mich auch zu meiner letzten Frage, ob es denn Best-Practice-Beispiele gibt für den Zweitsprachenerwerb in den Bildungsbereichen. Man sollte nicht glauben, dass man als Einzelschule oder als einzelne Kita das alles alleine leistet, also dieses in verbundenen Arbeiten. Ja, das ist, glaube ich, etwas Wichtiges, weil man dann auch sagen kann, naja, welche Kompetenzen können wir uns auch wechselseitig zur Verfügung stellen? Also das ist so ein Aspekt, der da eine große Rolle spielt. Ansonsten würde ich immer sagen, also das, was ich vorhin zur Mehrsprachigkeit ausgeführt habe, das sollte man schon ernster nehmen, und wir sollten so ein bisschen davon wegkommen, dass Mehrsprachigkeit nicht einfach nur als eine Rahmenbedingung, als einen Kontextfaktor zu betrachten, sondern sagen, das ist etwas, was in dem Leben dieser Menschen ja das Leben ausmacht. Und da gibt es, wie gesagt, auch dann gute Schulmodelle zum Beispiel, aber auch für die Kita, mit denen man arbeiten kann, und dann vielleicht so jetzt mal ganz schlicht gedacht. Was mir selber aufgefallen ist, ich habe in letzter Zeit nicht mehr so sehr, aber früher auch viele selber Interviews in Kitas mit den Kindern gemacht oder auch in Grundschulen. Und was mir sehr, sehr in Erinnerung geblieben ist, wie
Und viele Kinder das gar nicht kennen, dass man mit Erwachsenen einfach spricht. Es ist tatsächlich so. Und ich glaube, es geht darum, einfach mehr sprachlich mehr miteinander zu betreiben, mehr miteinander ins Gespräch zu kommen, den anderen mehr zuzuhören und zu gucken, okay, was ist denn das? Das ist auch etwas, wo unser, gerade jetzt das Schulsystem natürlich, weil es eben mit größeren Gruppen und einer Lehrkraft so im Idealmodell nicht so gut vorbereitet ist. Das heißt, man muss auch hier wieder diese Räume für Beratungsgespräche, für Tür- und Angelgespräche, ganz wesentlich. Ne? Also auch nicht nur mit den Kindern, auch mit den Eltern, aber hier sozusagen mal so eine alltägliche Kommunikation einbauen, weil das hatte den großen Vorteil für die Lehrkräfte auch, dass sie dann eben sehen, wie reden die Kinder eigentlich, wenn sie nicht in der Schule sind. Also auch Schulungsinteraktion und sowas. Also diese den institutionellen Räumen mehr öffnen für diese Art von Kommunikation, überhaupt mehr mit sprechen, so sich mehr Art zuhören Anbahnung und eben auch so sehr unterschiedliche Schreibpraxen, genau, das ist ja jetzt auch schon üblich, ne, durch die ganzen neuen Medien und sowas, Digitalisierung, so stärker einbeziehen, was sind so Schreibpraxen, die eben dann genau bei Jugendlichen dann eher verbreiten. Also ich glaube, das ist nochmal ein Aspekt, der sicherlich sehr basal ist und sehr einfach und eigentlich keine große Ausbildung oder Fortbildung erfordert, aber diese Freiraum überhaupt mehr miteinander zu sprechen, der ist schon ja, etwas ganz Wichtiges. Ne? Kommen die Unternehmen aus Neugierde eine Frage, weil Sie hatten es vorher auch schon ein paar Mal angesprochen, dass man Zweisprachigkeit als konstitutiven Faktor im Bildungsprozess sehen muss. Es gibt ja wirklich Kinder, die wachsen von vornherein zweisprachig auf. Also das hatten Sie vorher zum Beispiel Deutsch-Spanisch erwähnt. Spricht man da eigentlich auch von Deutsch als Zweitsprache? Oder sind das da zwei Muttersprachen? Oder wie verhält es sich da? Ja, sagen wir so, also generell unterscheidet man das, man spricht von doppelten Erstspracherwerb, wenn Kinder von vornherein mit zwei Sprachen aufwachsen. Da gibt es ja auch sprachpädagogische Modelle, meinetwegen die Mutter spricht immer Spanisch, der Vater spricht immer Deutsch. Also das ändert sich dann im Laufe der Zeit. Aber das ist das Grundmodell. Und dann ist es so, wenn der, kann man sagen, der Erstspracherwerb im Kern abgeschlossen ist, also wenn er sozusagen das Kerninventar verfügbar ist, das ist im Deutschen so nach ungefähr 3 Jahren. Und die Kinder dann erst mit der deutschen Sprache in Kontakt kommen, dann sprechen wir von Zweitspracherwerb. Also das ist so eine grundsätzliche Unterscheidung, dass also Zweitspracherwerb dann einsetzt, wenn ein Erstspracherwerb in einer gewissen Grundform, also in den sozusagen den Grundelementen dann bereits passiert ist. Wir müssen uns aber klar machen, das ist alles idealtypisch. Also allein die Begriffe Erst- und Zweitsprache, wenn wir uns unsere Sprache, die Situation in der Gesellschaft angucken, sind das alles nur so Hilfsmittel. De facto wachsen viele Kinder in sehr unterschiedlichen Kombinationen auf. Wir haben ja auch ganz viel mehrsprachig, also die wirklich mehr als zwei Sprachen aufwachsen, weil in den Familien bereits verschiedene Sprachen gesprochen werden und in der Schule dann kommt nochmal was anderes hinzu. Dann kommen diese ganzen Fremdsprachen in der Schule ja auch nochmal ganz stark dazu. Also das ist eine Situation und es lässt sich heute sehr schwierig typologisieren, weil eben die Situation jetzt so vielfältig geworden ist, sodass man tatsächlich immer erstmal in der Situation ist, sich einen Weg zu verschaffen. So, wie sind diese Kinder eigentlich aufgewachsen? Haben die doppelten Erstspracherwerb gehabt oder ist Deutsch wirklich wie Zweitsprache, also erst später hinzugekommen? Und dann kann man auch sehen, dass man dann besser versteht, was da passiert. Bestimmte Transferprozesse zwischen den Sprachen auftauchen, die eben anders aussehen, ob ein Kind einen doppelten Erstspracherwerb hat oder so. Aber das wird jetzt zu sehr ins Detail gehen. Wäre jetzt am Ende? Haben Sie noch was Sie noch loswerden möchten? Es gab vorhin einen Punkt, den wir so ein bisschen aufgeschoben haben. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig, dass Programm Bildung durch Sprache und Schrift eingesetzt wurde mit der Maßgabe, also vom Auftraggeber BMBF. Wir wollen, dass hier also vor allem wissenschaftlich gut evaluierte Konzepte umgesetzt werden. Also gerade das Rezept gelesen, was ich vorhin jetzt angesprochen habe, das ist ein Beispiel dafür, aber es gibt auch eine Reihe von anderen. Und dann hat man natürlich festgestellt, naja, es gibt ja auch Dinge, zu denen gibt es keine gute Evaluation und das ist gar nicht so wenig und wir wissen eigentlich gar nicht so genau, wie das ist. Da hat man Entwicklungsprojekte gemacht, dann wissen wir da also auch jetzt schon deutlich mehr. Und das ist etwas, was inzwischen doch eine Selbstverständlichkeit geworden ist, zu sagen, gut, wir können nicht alles wissen, aber da, wo wir nichts wissen, sollten wir auf jeden Fall wissenschaftliches Wissen herstellen und das mal klären. Was dabei aber herausgekommen ist, dass es nicht sozusagen die eine Evaluation gibt, die sagt, das Programm ist gut oder schlecht.
sondern die Passung im Hinblick auf die Bedingungen, mit denen Schülerinnen und Schüler meinetwegen dann in dieses so ein Modell reinkommen, oder eben auch die Kontextbedingungen, in denen das eingesetzt werden kann. Also das, was wir Implementation nennen, das spielt nochmal eine zentrale Rolle. Und deswegen hat sich ja auch haben sich diese Programme und die Forschung sehr stark darauf konzentriert, zu sagen, unter welchen Bedingungen ist das eigentlich? Weil das ist eine wichtige Information für dann für die Praxis auch zu wissen. Welche Rahmenbedingungen müssen wir eigentlich bereitstellen, um damit erfolgreich zu sein? Wenn man nicht in der Lage ist, in der Einrichtung 3, 4, 5 Mal in der Woche so eine kleine Phase einzurichten und das regelmäßig anzubieten, dann wissen wir genau, dass das eben nicht so nachhaltig wirkt. Aber wenn man in der Lage ist, dafür ein regelmäßiges Angebot zu schaffen über einen längeren Zeitraum. Wie gesagt, das müssen immer nur ein paar Minuten sein, es muss nicht eine ganze Stunde sein, dann ist tatsächlich der Effekt ganz klar. Das heißt, die Einrichtungen, die sagen, das wollen wir machen, die wissen dann, dafür müssen wir unseren Zeitrahmen einstellen. So müssen wir jetzt in den Schulen die Stundenpläne organisieren, damit das reinpasst. In den Kitas ist das ein bisschen einfacher, glaube ich, aber es muss genauso geplant. Und am Ende kannst du. Das ist so eine große Erfahrung auch aus bis jetzt gewesen, dass wir also diesen Implementationsprozess uns genau angucken müssen, darüber nochmal erfahren müssen, was sind die Bedingungen, die gute Programme brauchen. Und dann kann man das transferieren und sagen, also jetzt kann man da breit zugreifen und sagen, okay, das ist gut erforscht. Den Lehrkräften ist geholfen, wenn sie tatsächlich mal einen Blick auf die BIS-Seite werfen. Also es sind ja sehr, sehr viele also fast alle Bundesländer sind ja an BIS angeschlossen und es gibt auch sehr viele Schulen, das sind jetzt irgendwie um die 3000. Und was BIS ja auch macht, und das ist eben jetzt nicht nur wissenschaftliche Veröffentlichungen gibt, sondern eben auch Texte, die dann versuchen, das Broschüren zum Beispiel oder kleine Handreichungen, die versuchen, bestimmte ausgewählte Dinge, von denen wir wissen, dass sie erfolgreich sind, auch nochmal zur Verfügung zu stellen, dass man dafür nicht eine Woche lesen muss, um das zu verstehen, sondern dass das dann so aufbereitet wird, dass es zugänglich ist. Und die sind in der Regel als PDF zugänglich, vieles ist auch als in Papierform im Land unterwegs. Ganz herzlichen Dank, Herr Roth, für den ausführlichen Einblick und das nette Gespräch.